zusammen, Stefan Schmid ist mein Name, ich bin der Persönlichkeitsgeograf und ich freue mich, an der 5. Sühnertagung in Bremen dabei sein zu dürfen, die von 10. bis 12. Februar stattfindet, mit dem Titel Welche Sprache spricht neue Autorität? Und ich bin zu diesem Thema gekommen über das Thema Präsenz, das ja bei der neuen Autorität sehr wichtig ist. Wie bin ich denn präsent? Mein Thema ist die gelbe Schule. Und ich habe einen Workshop dazu zur gelben Schule. Und die gelbe Schule ist ein Konzept für Schulen. Und da geht es darum, aus einer sicheren persönlichen Verbindung heraus, jeden Menschen als Persönlichkeit zu achten und ihn bei seiner Identitätsbildung zu begleiten. Und das setzt voraus, dass sich derjenige, der das macht, also in dem Fall die Lehrkraft, selbst als Persönlichkeit achtet. Wie ist sie da? Wie ist sie präsent? Und schon haben wir die Verbindung zur neuen Autorität und der Präsenz. Und bei mir geht es nur darum, ich habe die Forschungen von Stephen Porges und aus seiner Polyvagal-Theorie verknüpft mit der PSI-Theorie von Julius Kuhl. Es geht darum, in der Präsenz in Sicherheit zu sein. Nur wenn die Lehrkraft mit sich selbst in Sicherheit ist, mit sich selbst eine sichere persönliche Verbindung hat, kann sie auch mit allen anderen, mit den Kindern, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Eltern eine sichere persönliche Verbindung aufbauen. Und wie das funktioniert, das erzähle ich in meinem Workshop und wie man durch die Sicherheit zu sich selbst kommt und das Selbst und seine Beschreibung und seine Auswirkungen, das ist großer Teil der PSI-Theorie von Julius Kuhl. Und diese Verbindung gemeinsam ist gelbe Schule. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, wenn du auch dabei bist bei der Tagung, sei es live in Bremen oder sei es auch online. Und dann bis 10. bis 12. Februar. Danke.